Ich begrüße Sie recht herzlich. Wir haben uns schon ausführlich beschäftigt mit dem Ding-Begriff, mit dem Objektbegriff. Und ich möchte noch eine Zusammenfassung machen für drei Negativaussagen. Dinge im hohen und im frühen Mittelalter besitzen keine festen Eigenschaften. Sie besitzen auch nicht endlich abzählbare Eigenschaften, wie Objekte dann in der Neuzeit oder im mechanistischen Weltbild. Und sie besitzen nicht eindeutig fixierbare, messbare Eigenschaften. Das Messen ist kein Ausdruck einer primären Qualität in der Welt. Und ich denke, ein schöner Punkt ist, und wir sind auf das schon ein paar Mal zu sprechen gekommen, ist, den Zusammenhang vom Objektbegriff mit dem Personenbegriff in unterschiedlichen Kulturepochen zu studieren. Das heißt, wenn es bestimmte Merkmale gibt in einem Objektbegriff, dann könnten wir uns die Frage stellen, gibt sowas wie eine kulturell verbindliche Norm, irgendeine Art von Überschrift, allgemeine Dinge, Regularitäten in der Art, wie über den Menschen, wie über Personen oder im nächsten Punkt, wie zum Beispiel über den menschlichen Körper reflektiert wird. Das Wichtige in diesem Objektbegriff, positiv gesprochen, ist die Dynamik. Objekte sind dynamisch, Objekte sind fließend. Ihre Identität wird immer wieder rekonstruiert in einer dauernden Entsprechung unterschiedlicher Pole. Ähnlichkeit, Unähnlichkeit, Sympathie und Antipathie. Dinge stehen in dieser Wechselwirkung und in dieser Wechselwirkung rekurriert sich ihre Identität. Und genau diese gleiche Idee findet man im Personenkonzept und die gleiche Idee findet man auch in den Konzepten über den menschlichen Körper, genauer über den Leib zu sprechen. Im Mittelalter habe ich ja die Vorstellung des Leib. Leib ist Leben. Lib oder Lip mit harten P im Althochdeutschen und im Mittelhochdeutschen und nicht der Körper. Der Körper ist ja der Korpus, die Leiche, und Körper ist dann erst im mechanistischen Weltbild, erst ab dem 17. Jahrhundert. Vorher ist es der Leib im Sinn eines vitalistischen, belebten, beseelten Leibes. Das ist der Leibbegriff. Es ist ein organischer Begriff, es ist ein Lebensbegriff, es ist eine dynamische Vorstellung. Der Leib ist hier nicht ein geschlossener Raum. Das heißt, auch die Idee des Leibes als Raum entsteht erst im 16. Jahrhundert. Er ist ein offenes Gebilde. In seiner Offenheit steht er mit dem Außen der Natur in einer lebendigen, dynamischen Wechselbeziehung. Und die Spekulation ist für mich immer, wenn ich mal solche Texte lese oder solche Dinge zusammenschreibe, ich mir immer die Frage stelle, was gibt es Aspekte über die eigentliche Leibempfindlichkeit, über die Körperempfindlichkeit dieser Menschen? Ist da ein großer Unterschied zu unserer Art, wie wir selbstverständlich uns in unserer Leiblichkeit empfinden? Ein Beispiel, wo man dieses Leibkonzept studieren kann, ist Hildegard von Bingen als ein Beispiel, 11. bis 12. Jahrhundert. Hildegard von Bingen ist auch bekannt als eine Person, die über sehr viele Gesundheitsaspekte die eigene Medizin entwickelt. In dieser Medizin können wir nicht nach endogenen und exogenen Ursachen unterscheiden. Das heißt, es gibt nicht die Idee, es gibt von außen verursachte Ursachen oder von innen psychisch verursachte. Diese Trennung zwischen endogen und exogen gibt keinen Sinn. Der Leib ist dem Menschen zugeordnet. Der Leib ist Natur und der Mensch ist durch seinen Leib in die Natur und so sollen auch ihre Konzepte unmittelbar zugeordnet. Die Schöpfung ist so eingerichtet, dass Leib und Natur in einem dauernden dynamischen Rapport stehen. Es ist nicht der Mensch,
der abgegrenzt ist zu der Natur, sondern der Mensch wird immer beschrieben in einer ungeheuren Einbettung. Und meine Vorstellung von den Einzeldingen und von dem Individuum, das entsteht, das dann so langsam in der Neuzeit entsteht und das für uns heute ganz selbstverständlich geworden ist, dass hier erst kulturell so ein Ort von Distanz geschaffen werden müsste. Das heißt, ein Ort vom Begriff fürs Mittelalter ist, dass ich das beschreibe als berührender Raum. Der berührende Raum. Und Berührung hat mehrere Aspekte. Berührung hat einerseits den Aspekt der Haptik, dass ich was berühre. Und wir werden dann heute sehen, dass die Vier-Elemente-Lehre, die in der Antike und im Mittelalter vorherrschend waren, immer auf Berührungsinformationen aus waren. Es ist eine Welt, in der die Haptik, in der die Berührung eine viel größere Rolle spielt. Und berührend, etwas berührt mich, ist auch ein Gefühlsausdruck. Das heißt, es ist meine Vorstellung über die mittelalterliche Welt ist, das, was wir später als Gefühle beschreiben und das nachher der Subjektivität, dem eigenen subjektiven Empfinden zugeordnet wird, das sind noch Elemente der Außenwelt. Das heißt, in dieser Doppelbedeutung von berührend. Das heißt, Gefühle sind quasi als Atmosphären in der Umwelt vorhanden und so erlebt man das. Wenn man zum Beispiel bestimmte Kraftorte anschaut oder wenn die Leute in einer Welt leben, wo sie Dämonen sehen oder wo halt die Magie durch Wahrnehmungsakte bestätigt werden, dass sie halt in bestimmte Bewusstseinszustände sehen, bestimmte Sachen erleben, die uns heute ganz, ganz komisch vorkommen und wo das sozusagen hier auch eine Bestätigung. Das heißt, der Mensch ist in so einem berührenden Raum kein Gegenüber der Natur. Er steht nicht in seiner Isoliertheit der Natur gegenüber. Es können sich auch in so einer Art von Kultur nicht Konzepte einer totalen Beherrschung der Natur formulieren. Das ist ja unser Punkt jetzt in der ganzen Klimakatastrophe oder in der Naturkatastrophe. Die entsteht auch aus einer kulturellen Grundhaltung, die natürlich im Christentum immer drinnen war. Im Christentum steht ja im Buch Genesis, geht hinaus in die Welt und macht euch die Erde untertan. Und manche interpretieren das schon sozusagen, das ist sozusagen die grundökologische Ursünde, ist sozusagen schon im Christentum fundiert. Aber in einem berührenden Raum, ja, ist sozusagen diese Distanz zur Natur, diese Beherrschung zur Natur oder auch zum Beispiel diese Idee, die ganze Natur ist praktisch nur ein kapitalistischer Kalkulationsraum. Und dann werden zum Beispiel großenflächig ganze Landschaften verändert für den Bergbau oder solche Dinge. Ja, das ist nicht möglich. Wobei natürlich, wir dürfen jetzt nicht einseitig werden, es gibt auch eine Geschichte von Naturkatastrophen, die von Menschen verursacht worden sind. Und zum Beispiel die Rodung des Urwaldes in Europa, 11., 12. Jahrhundert, 13. Jahrhundert zum Teil, ja, hat natürlich klimatisch eine ungeheure Verschiebung gemacht. Das ist halt so wie jetzt, wie man da Regenurwald in Amazonien sozusagen gerodet wird. Das macht dann auch eine klimatische Verschiebung. Der Körper wird in diesem Denken gedeutet auch als Zeichen. Alles in der Natur ist ein Zeichen, alles ist ein Symbol. Genauso ist der Körper ein Zeichen. Und man könnte auch so beschreiben, Gesundheit und Krankheit muss zeichenmäßig bewältigt werden, dass man schaut, auf welche Entsprechungen gibt es in der Natur, dass zum Beispiel eine bestimmte Art von Krankheit auftreten kann. Das heißt, Medizin heißt auch, die Zeichen der Natur, die sich im Leib manifestieren, zu entziffern. Im Kontakt mit der Lehre von den vier Elementen, und über das möchte ich nachher später gleich Informationen geben. Die vier Elemente bilden die Komposition des menschlichen Körpers, und indem ich ein Konzept habe, wo ich denn die Außenwelt und die eigentliche Leiblichkeit mit den gleichen vier Elementen beschreibe, ist es sozusagen ein theoretischer Ansatz, diese Brücke zwischen innen und außen, zwischen dem Leib und zwischen dem Umwelt ganz, ganz dünn und ganz, ganz eng zu beschreiben.
Also eine dünne Grenze und eine enge Beschreibung. Das ewig Bewegte in der Natur ist der Grund für die innere und äußere Unruhe des Menschen. Das heißt, eine Krankheit im Menschen wird interpretiert, da muss in der Natur irgendwas passiert sein und das macht dann den Menschen krank. Die Elemente werden immer vitalistisch, organistisch belebt gedacht, im Sinn des griechischen Konzepts von Physis. Physis ist die belebte Natur, Physik ist die Physik, Physis ist gleichzeitig die belebte Natur, so wie man heutzutage phylogenetisch sagt, und Phylos ist die Pflanze. Das heißt, die Natur ist immer sozusagen organisch gedacht. Die Natur ist das Wachsende, ist das Erblühende. Das Konzept, das Hildegard von Bingen verwendet und sehr, sehr oft macht, ist die sogenannte Viriditas, die Grünkraft. Grün sozusagen wird auch symbolisch magisch gedeutet. Und die Grünkraft ist die Lebendigkeit. Wenn der Mensch Grünkraft besitzt, dann ist er gesund. Grün manifestiert sich in hervorragenden Edelmetallen, zum Beispiel im Smaragd. Der Smaragd ist ein grüner Stein. Und ich möchte sozusagen ein Zitat bringen von der Hildegard von Bingen, die auch zeigt, wie man sich die Bildung von Smaragden vorgestellt hat. Der Smaragd entsteht in der Morgenfrüh beim Sonnenaufgang. Das Grün der Erde und der Gräser blüht dann am frischesten, weil die Luft noch kalt, die Sonne aber schon warm ist und die Kräuter das Grün so gierig einsaugen wie das Lamm die Milch. Das heißt, das bestimmte Grün von einem Sonnenlicht, das jetzt vorhanden ist, kondensiert sich quasi in einen Stein und macht einen Stein, der sozusagen dann so grün strahlt. Da drin sind die Strahlen der Sonne, das Grün vom Gras da drinnen. Das heißt, das Grüne im Stein, und genau das ist der Symbolbegriff, wie wir in letzter Stunde berichtet haben, das Grün im Stein und das Grün in der Wiese hat eine substanzielle Entsprechung. Es ist sozusagen quasi das gleiche Element, weil die gleiche Art von Farben, weil die gleiche Art von Farbmagie da drinnen enthalten ist. Die Hitze des Tages reicht kaum aus, um dieses Grün zu kochen und zu nähren. Der Smaragd ist deshalb ein starkes Mittel gegen die Schwächen und Krankheiten des Leibes, weil die Sonne ihn zeugte und sein Stoff dem Grün der Luft entstammt. Der Smaragd ist deswegen so wertvoll und er wird dann für Heilung eingesetzt, weil das Stärkste, was es überhaupt gibt, nämlich das Licht der Sonne und die Grünkraft in der Natur sich in diesem Stein manifestiert. Es ist praktisch eines der besten Dinge, die es überhaupt gibt, für bestimmte Krankheiten dann sozusagen diese Smaragde zu verwenden. Verstehen Sie die Konzepte im Hintergrund? Das heißt, es geht immer daran, jetzt eine verstehende Haltung einzunehmen. Also das irgendwie zusammenzudenken, dass sie sozusagen, und das ist eine der gescheitesten Frauen der Zeit, wie kommt die zu solchen Denksystemen, das verständlich machen. Der gesunde Leib hat Viriditas, das heißt, wenn die Grünkraft in einem menschlichen Leib verkörpert ist, dann ist dieser Leib, dann erblüht er, dann strahlt er, dann ist er gesund, dann ist er vital. Also quasi eine Vitalkraft, die in der Natur vorhanden ist, die steckt sozusagen im Körper drinnen und das strahlt jemand aus. Das Feuer übersetzt sich im Gehirn, Blut und Nerven und Sinnesvermögen. Das heißt, es ist zuständig für intelligente und sensorische Leistungen und für den Wärmekreislauf. Das heißt, das Physiologische und das Mentale im Menschen wird nicht als was Psychologisches interpretiert, sondern es kommt aus einer Wechselwirkung von Dingen von außen. Der Mensch ist eingebettet in die Natur. Das ist genau die Idee. Das heißt, intelligente Leistungen, wenn jemand gescheit ist, dann hat das sozusagen mit einem Außeneinfluss zu tun. Es ist nicht eine psychische Komposition. Die Luft ist zuständig für das Durchdringen des Körpers mit der Seele.
sowie für die Spezifikationen leiblicher Regungen, Sexualität, Affekte, Mobilität und Rhythmus des Leibes. Alles das kommt von der Grünkraft. Emotionale und leibliche Dynamiken sind Modifikationen des Atems. Das heißt, die Atemluft, die rein und raus geht, macht genau diesen elementenhaften Verbindung des Menschen in seinem Leib mit der Umwelt außen. Das heißt, es geht um eine symbiotische Beziehung des Menschen mit der Umwelt. Der Körper macht die Bewegungen der großen Natur mit und umgekehrt. Der Mensch leidet mit, wenn es der Natur schlecht geht. Das heißt, Natur und Leib sind in diesem Konzept in einer wechselseitigen Resonanz. Die Konstitution des Menschen ist dynamisch, sie kann sich dauernd verändern, weil sozusagen die Natur mit ihren Dingen selbst dynamisch komponiert ist. Er ist immer in einer dynamischen Beziehung, in einer dynamischen Wechselwirkung. Der Hintergrund von all dem ist die Lehre von den vier Elementen. Die Lehre von den vier Elementen ist uralt, das ist auch in der Antike schon vorhanden. Der Gedanke eines Dinges, eines Gegenstandes, eines Objekts als Einzelidentität ist vermutlich zum ersten Mal zu finden bei Empedokles. Von Hermann Schmitz gibt es da so ein schönes dickes Buch, Die Entstehung des Objekts bei Empedokles, wo er das genau im Detail beschreibt. Und Empedokles ist auch jener, ein griechischer Philosoph, dem dieses Konzept von den vier Elementen zugeschrieben wird. Er macht eine Vierheit. Der Begriff Vier hat sozusagen wieder, es ist sozusagen quasi eine heilige Zahl, eine Zahl mit einer besonderen Bedeutung. Und man könnte vereinfacht schreiben, die Vier-Elemente-Lehre sind für 2300 Jahre in der Kulturgeschichte des Abendlandes die Basis der Naturphilosophie. Das heißt, die Welt wird mehr oder weniger immer im Hinblick auf vier Elemente beschrieben. Das heißt, es geht bis in die Renaissancezeit rein, von der griechischen Antike, sozusagen schon vor der Hochblüte bis rein. Die Vier-Elemente-Lehre ist ein ganz, ganz umfassender Ansatz. Wir finden Beispiele in der Medizin, so wie zum Beispiel bei Hildegard von Bingen. Wir finden Beispiele in der Anthropologie, wie man den Menschen beschreibt, in der Landschaftsästhetik, wie Landschaften beschrieben werden, wie Gegenden beschrieben werden, eine Vielzahl von Techniken, die sich darauf rekurrieren und so weiter. Es ist ein Fühlkonzept, weil die vier Elemente werden vier Urqualitäten zugeordnet, nämlich trocken und feucht und heiß und kalt. Heiß und kalt und trocken und feucht sind Qualitäten, die sich im Berühren, in der Haptik, an der Oberfläche der Haut manifestieren. Und wenn man jetzt zum Beispiel in die Lapidarien des Mittelalters reingeht oder in die Pflanzenkundebücher, in die Herbarien, dann werden dann zum Beispiel Steine und Pflanzen so beschrieben, ich sage jetzt ein erfundenes Beispiel, Fenchel ist feucht im dritten Grad und kalt im fünften Grad. Das heißt, ich habe dann eine Typologie, eine Skalierung, ja, und dieser Skalierung werden durch Berührungsinformationen, indem ich das berühre, indem ich das angreife, wird dann eine ganze riesige Typologie von Steinen, von Pflanzen, von Erden und so weiter entwickelt. Das heißt, wenn ich so denke, kann ich natürlich aus dem eine ungeheuer große Wissenschaft aufziehen und ich habe ein Riesenraster, eine Riesenvorlage und dieser Vorlage kann ich tausende Phänomene zuordnen. Die Erde, Wasser, Luft und Feuer ist gleichzeitig ein Sphärenmodell. Die Erde unten, dann kommt drüber das Wasser, dann kommt die Luft und ganz oben ist das Feuer, das sich ja in der Sonne und die Sonne ist heiß. Die Zuordnung der vier Elemente wird durch Spannungen beschrieben.
durch positive und negative Spannungen, durch Anziehung und Abstoßung, durch Sympathie und Antipathie. Und ich habe hier ein längeres Zitat, das ist von Foucault aus der Ordnung der Dinge, mit derer die Renaissance Wissenschaft der vier Elemente beschreibt. Aber dieses Zitat wird auch gelten für die mittelalterliche. Das Element Feuer ist heiß und trocken. Es hat also eine Antipathie zu den Eigenschaften des Wassers, also quasi sowas wie eine Abstoßung. Und Wasser ist kalt und feucht. Die heiße Luft ist feucht, die kalte Erde ist trocken. Daraus folgt Antipathie. Um sie in Einklang zu bringen, ist die Luft zwischen Feuer und Wasser gestellt. Das Wasser zwischen Erde und Luft. Das heißt, mit diesen vier Qualitäten, die zwei immer polar, hat man sozusagen mit Anziehung und Abstoßung ein System konstruiert, in dem sich sozusagen diese Vierschichtung quasi logisch ergibt. Und genau das ist das Ordnungssystem der vier Elemente. Ich komme jetzt zu dem Kapitel mit der Überschrift Symbolisches Wahrnehmen. Die vier Elemente beschreiben Fühlqualitäten oder haptische Qualitäten. Mit diesen Qualitäten werden die Objekte in der Natur geordnet. Das bedeutet, dass das eine Kultur beschreibt, in der die Fühlqualitäten von Gegenständen, eine viel, viel größere Rolle spielen als wie später. Negativ beschrieben bedeutet es auch, dass die Sehinformationen, die visuellen Informationen viel weniger wichtig sind. Das Aussehen der Dinge ist zwar wichtig, aber das Aussehen der Dinge ist eine quasi nachgeordnete Eigenschaft. Es ist nicht die primäre Eigenschaft der Dinge. Ob das Ding groß oder klein ist, welche Konturen, welche Formen es aufweist, ist sozusagen nicht das Entscheidende. In dieser Fühlkultur können nur Wahrnehmungstheorien überleben oder sich an das Ganze rankoppeln, die man gefühlsmäßig interpretieren kann, aber in Bezug auf das Sehen eine andere Interpretation kriegen als wir heutzutage. Wenn man überhaupt auf die Theorie des Wahrnehmens gibt, dann gibt es in der ganzen Antike und im Mittelalter die Vorstellung, es gibt innere und äußere Sinne. Die äußeren Sinne sind die fünf Sinne. Die fünf Sinne ist ein Konzept aus der Antike. Sehen, hören, riechen, schmecken, berühren. Diese fünf Sinne sind dem fleischlichen Körper zugeordnet. Sensus carnalis. Die Leistung der Sinne sind beschränkt. Sie geben gewisse Informationen, aber sie geben ihm eigentlich nicht die entscheidenden Informationen. Augustinus schreibt, die Geheimnisse der Welt oder die Weisheit Gottes vermögen sie nicht zu erkennen. Das Ordnungsschema der Natur, den unsichtbaren Gott, kann er damit nicht erkennen und der unsichtbare Gott ist eine Realität. Dazu braucht man, nämlich um die eigentliche Wahrheit, um das eigentliche Wissen zu enthüllen, innere Sinne, beziehungsweise den Sinn der Seele. Und jetzt habe ich im Grunde genommen eine zweifache Beschreibung. Man könnte es auch so beschreiben, es gibt zwei Operating Systems, die gleichzeitig ablaufen. Es gibt sozusagen, wenn ich das jetzt rein nüchtern informationstheoretisch interpretiere, es gibt praktisch eine Kette von außen nach innen über die Sinne,
sehr Ähnliches, wie wir die Vorstellung haben. Und gleichzeitig gibt es einen inneren Verarbeitungsapparat oder es gibt sozusagen auch Informationen, die von innen nach außen gehen. Praktisch ein zweites paralleles Programm. Ein Ort, dieses zweite parallele Programm zu studieren, ist die Vorstellung, es gibt ein Licht im Auge, das nach außen geht. Die Lichtstrahltheorien von Platon aufwärts. Und das sind ja wieder Berührungsinformationen. Das heißt, zu sehen, die Idee ist, wenn man sieht, dann heißt es, ein Lichtstrahl kommt vom Auge raus, er berührt die Dinge, so wie wenn ich irgendeine Ausstülpung hätte von mir, die berührt die Dinge, und dann in dieser Berührungsaktion wird irgendwas ausgelöst, zum Beispiel, dass sich kleine Häutchen vom Gegenstand lösen und die kommen dann ins Auge rein. Das heißt, in der Beschreibung von inneren und äußeren Sinnen, und wenn wir das nüchtern deuten, so wie im Sinn von Operating Systems, bedeutet das, und auf dem Punkt möchte ich sozusagen jetzt auf das, was ich nachher in Bezug auf die Renaissance beschreibe und dann wie ich die Neuzeit beschreibe, bedeutet das, dass einzelne Wahrnehmungsakte nicht operationalisiert sind. Verstehen Sie das Wort Operationalisierbarkeit oder operationalisiert? Das heißt Folgendes, ich habe ein Konzept, wie Wahrnehmung funktioniert. Das wird zum Beispiel beschrieben mit den inneren und äußeren Sinnen. Das ist ein Konzept, das ist eine theoretische Beschreibung oder man könnte jetzt zum Beispiel in die Details gehen und könnte zum Beispiel erzählen die Geschichte der Seh- und Lichttheorien. Das ist eine sehr, sehr komplexe Sache. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche große Teste und Becken und so weiter. Gibt es immer sozusagen ganz, ganz andere, die Kirchenväter. Das ist eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Das heißt, ich habe eine Theorie des Sehens, aber diese Theorie ist nicht in der Weise, in der mir das Denken anwendbar, und das heißt Operationalisierung. Ich habe Konzepte, aber die Anwendung dieser Konzepte kann ich nicht konkret machen. Das heißt, es gibt in der mittelalterlichen, im mittelalterlichen Konzept und auch im Renaissance-Konzept letztlich, oder sagen wir, bleiben im mittelalterlichen Konzept keinen Unterschied zwischen der richtigen und der falschen Wahrnehmung. In der Neuzeit habe ich dann sozusagen die Idee von Sinnestäuschungen. Okay? Wenn jemand sagt, hallo, ich sehe jetzt da einen Geist herumschwirren, dann sage ich, ja, er ist auf Trip oder irgendwas, oder vielleicht hat er Drogen eingeworfen. Es ist eine Sinnestäuschung, aber ich interpretiere das nicht als ein reales äußeres Ereignis. In der mittelalterlichen Welt wird dieser Unterschied nicht gemacht. Ich habe keine klaren Konzepte, was ist die richtige und was ist die falsche Wahrnehmung. Das heißt, ein einzelner Wahrnehmungsakt ist nicht operationalisiert. Das heißt, der Bauer, der vielleicht aufs Feld stapft und fühlt, was sie Grog getrunken hat, weil es so kalt ist im Winter und er halb betrunken in der Gegend herumstarrt oder in der Dämmerung in den Waldgegend und dem dann die ganzen Gnome und die Geister und die Gespenster an, mit einem weichen Blick, kann ja jeder von sich selber mal versuchen, im Wald das zu machen. Man sieht dann sofort diese Arten von Figuren. Ja, es geht ja relativ leicht, ja. Der weiß nicht genau, was er sieht. Er sieht diese Dinge, aber er kann sich gar nicht sicher sein. Er kann sich nicht sicher sein, hey, ist das eine Erscheinung, zum Beispiel ist das eine Marienerscheinung, ist die Jungfrau Maria, ist sein Namensvetter, mit dem er sozusagen in den innerlichen Diskurs ist, weil das war ja die Vorstellung, die Leute haben ja die ganze Zeit geredet mit ihren Namensheiligen, die waren ja sozusagen imaginativ vorhanden, die waren in der Alltagsrealität vorhanden, so wie wir halt auf andere Dinge in unserer Alltagsrealität vorhanden sein, aber nicht nach außen projiziert. Oder will ihn ein Dämon in Versuchung bringen. Er sieht etwas, er nimmt was wahr, er erkennt es als real, aber er kann das nicht interpretieren, was das wirklich ist. Und dafür sind andere zuständig. Der Priester, der Theologe, der Gelehrte, der Magier oder die Kräuterhexe oder ein Schamane oder irgendjemand muss ihm erklären, was er gesehen hat. Das meine ich mit Nicht-Operationalisierbarkeit. Und die Geschichte der Neuzeit ist sozusagen die Geschichte der Operationalisierung von Wahrnehmungsakten. Und erst in operationalisierten Wahrnehmungsakten kann ich ein nüchternes, ein reales Weltbild konstruieren. Und das kann dann sozusagen die geistige, die kulturelle Grundlage für eine Kultur der Technik werden. Und das ist ein ganz, ganz langer Prozess, der geht mindestens über 500 Jahre. Und einzelne Elemente von diesem Prozess, von der Operationalisierung der Wahrnehmung, ist dann die nächste Einheit, die dann diese Übergangszeit vom 14. bis zum 16. Jahrhundert
beschreiben soll. Die eine Möglichkeit ist, das auch mit Licht zu beschreiben. Es gibt ein göttliches Licht und es gibt sozusagen das Licht der Sonne. Das innere Licht, das Licht, das durch den C-Strahl hinausgeht, ist das göttliche Licht. Das andere ist das Licht der Sonne und das vermischt sie daran. Videre, das heißt Sehen, ist ein Oberbegriff für Wahrnehmung. Er bezeichnet nicht nur das Sehen, wie wir sehen, sondern auf alle fünf Sinne. Weil alle fünf Sinne in diesen äußeren und inneren, mit diesem äußeren und inneren Konzept beschrieben werden. Und die inneren Konzepte sind ja die Seelenkonzepte. Und für das Seelenkonzept, das haben wir ja schon studiert, sind ja eigentlich immer visuelle Metaphern da gewesen. Das heißt, Gott ist eine visuelle Metapher, Gottes Licht. Und dann beim Augustinus dann dieser Innenraum, das ist immer als visueller Innenraum gedacht worden. Was diese inneren Sinne sind oder was das innere Auge ist, ist natürlich jetzt ungeheuer umstritten. Wir haben viele Darstellungen. Bei Augustinus steht es so, das innere Auge ist die Intelligenzia, das ist die Intelligenz des Menschen. Hildegard von Bingen bezeichnet es als Scientia, als das Wissen, als Wissenschaft, Wissen. Johann Tauler, ein anderer Mystiker, setzt das innere Auge der Vernunft gleich und so weiter. Das heißt, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Interpretationen und es ist auch nicht sozusagen jetzt das Beschreiben, diese Interpretationen zu einem. Eigentlich können alle irgendwie bestehen, weil man es ja nur in einer Wahrheit braucht, aber nicht in einer Konkretheit. Im Wahrnehmen wirken innere und äußere Sinne zusammen. Zwei Operating Systems laufen gleichzeitig ab. Ohne das innere Auge wären wir blind. Die Dinge berühren nur die äußeren Sinne, die darauf reagieren. Die inneren Sinne sind nur indirekt betroffen. Denn das Körperliche ist eine nachgeordnete Wirklichkeit und das Körperliche kann nicht direkt auf das Geistige einwirken. In der Renaissance hat es zum Beispiel solche Ideen gegeben, dass ich unterschieden habe zwischen den Sinnen, zwischen dem Geist und der Seele. Weil es auch zum Beispiel solche, Ficino zum Beispiel, oder, wie heißt der da im Jahre 1600 am Scheiterhaufen verurteilt worden ist? Giordano Bruno, ja. Bei Giordano Bruno gibt es zum Beispiel solche Ideen, ja. Durch die Sinne kommen die Informationen rein. Die Sinne sind praktisch der Anknüpfungskanal an außen. Diese Informationen werden dem Geist gemeldet. Der Geist hat die Fähigkeit, Fantasiebilder zu schaffen. Es ist die Vorstellung, das ist bildhaft. Und diese Bildinformationen werden der Seele gemeldet. Und die Seele liest praktisch die Bilder, die ihm der Geist gemeldet hat. Das heißt, ich habe eine ganz komplexe Kette und von dieser komplexen Kette geht es wieder raus. Das ist die Differenz zwischen Geist und Seele. Bei Descartes nachher in der Neuzeit wird sozusagen der Unterschied zwischen Seele und Geist verschwindet. Das gibt's nicht mehr. Das ist nur mehr sozusagen das Subjektive und nur mehr die Innerlichkeit. Diese Theorie liefert ein einfaches, abstraktes Schema des Wahrnehmens, allerdings nur in einer allgemeinen oder prinzipiellen Weise. Das heißt, ich habe ein Konzept, wie Wahrnehmungsakte funktionieren sollen, aber ich habe keine Erklärung konkreter Wahrnehmungsakte. Die Theorie kann nicht sagen, welche Ergebnisse ein bestimmter Wahrnehmungsakt, unser betrunkener Bauer, der übers Feld stapft, welche Ergebnisse ein konkreter Wahrnehmungsakt hervorbringen muss. Es gibt keinen Unterschied zwischen den richtigen und zwischen den falschen Wahrnehmungen. Es gibt kein Konzept von Sinnestäuschung. Die Sinne funktionieren. Ja. Das heißt, Wahrnehmung ist noch einmal, um das Fremdwort zu verwenden, Wahrnehmung ist kein operationabler Vorgang.
Wahrnehmungsakten führen zu keinen objektiven Resultaten. Einzelne Wahrnehmungsakte, und das werden wir auch noch studieren, sind nicht dazu da, um Fakten zu bestätigen. Die Produktion von Fakten passiert anders als wie noch in der Neuzeit. Fakten werden bestätigt durch empirische Resultate, durch Experiment, durch Testen, durch Messen. Dieses Konzept gibt's da nicht. Ein einzelner Wahrnehmungsakt hat keinen großen Wert. Ein einzelner Wahrnehmungsakt, ja, kann nicht zu einem gesicherten wahren Wissen führen. Und in der Wissenschaft wird das nicht verwendet. Der einzelne Wahrnehmungsakt, diese Illustration von etwas, was ich weiß, aber er ist kein Beweis dafür und er liefert keine Evidenz. Der einzelne Wahrnehmungsakt ist unwichtig. Das heißt, wir leben nicht in einer Welt, in einer objektiv beschreibbaren Welt, objektiv mit Anführungszeichen. Man kann die Welt nicht standardisiert festhalten, nicht standardisiert beschreiben, nicht intersubjektiv eindeutig weitergeben. Das heißt, auch die Informationen über die Welt, das Wissen über die Welt im Austausch kann nicht eindeutig weitergegeben werden. In den Zeichnungen habe ich zum Beispiel nicht perspektivische Bilder. Wenn ich zum Beispiel auf einem nicht perspektivischen Bild, was ich öfters 12. Jahrhundert studiere, die technischen Leistungen der damaligen Zeit, und die haben große technische Leistungen gehabt, zum Beispiel irgendein Wasserwerk. Ja, wie funktioniert ein kompliziertes Wasserwerk, eine Mühle? Ja, wenn ich mir die Darstellungen anschaue im 11., 12., 13. Jahrhundert, dann ist es so zeichnet, dass die Regeln der Perspektive nicht eingehalten werden. Das heißt, ich weiß, okay, da gibt's das und da gibt's das und da ist ein Hebel, aber ich könnte aufgrund der Zeichnung kann es nicht rekonstruieren, ich kann es nicht nachbauen. Das technische Wissen ist in dieser Art von Darstellung nicht eindeutig weitergebbar. Der Zeichner steht vor der Mühle und zeichnet sie ab, aber er hat keine Vorschrift, wie er richtig zeichnen kann. Und er kann nicht sozusagen dann die Information jemandem anderen geben und sagen, oh, diese tolle Mühle kannst du nachbauen aufgrund der Zeichnung. In einer perspektivischen Sache kann ich zum Beispiel anfangen, da kenne ich die Größenordnung, da kenne ich die räumlichen Positionen, da ist diese Information viel, viel eindeutiger. Und da könnte man dann zum Beispiel nachbauen, man könnte Modelle bauen und könnte dann in einem Trial- und Error-Verfahren die gleiche Mühle wieder rekonstruieren. In dieser Art von Darstellung geht das nicht. Diese These von der Nicht-Operationalisierbarkeit des Sehens oder der Nicht-Operationalisierbarkeit von Wahrnehmungsakten könnte man auf verschiedene Weisen illustrieren und ich möchte drei Beispiele anführen. Das erste Beispiel ist die Art, wie visuelle Informationen in sogenannten Sachbüchern nicht vorhanden sind oder vorhanden sind. Die meisten Kräuterbücher kommen bis zum 12. Jahrhundert ohne Bilder aus. Das heißt, man stellt Pflanzen dar und die Leute, die das darstellen, das sind gelehrte Menschen, haben nicht das Bedürfnis, die Pflanze zu zeichnen. Die wahrscheinlich aus dem Jahr 1000 bis 1050 nach Christus stammende Übersetzung des lateinischen Herbarium, Herbarium Pflanzenkunde, durch angelsächsische Gelehrte enthält ungefähr 500 Kräuternamen, ein dickes Buch, 500 wichtige Kräuter werden beschrieben. Der Text beschränkt sich auf Name, Fundort und medizinische Verwendung jeder Pflanze. Es finden sich weder Abbildungen noch Beschreibungen, die von der Gestalt der Pflanze sprechen. Die Gestalt der Pflanze, die visuelle Information ist es eine untergeordnete, das hängt auch damit zusammen, ein kleiner Exkurs, in welcher Weise damals Bücher verwendet werden. Die Bücher sind eine Illustration zum Unterricht, aber die Bücher eignen sich nicht zum Selbststudium. Das heißt, ein Buch wird verwendet, um ein Wissen zu illustrieren. Das heißt, anhand des Buches schaut dann der Gelehrte nach, liest es vor und dem Schüler oder dem Lehrling oder die Person, die das lernt, sagt er dann die Pflanze und beschreibt ihm das, was in dem Buch drinnen steht. Das Buch ist nicht zum Selbststudium gedacht. Bücher werden nicht verwendet, wie heutzutage, dass ich sage, ich kann mir die Information selber aneignen. Das lernende Individuum braucht in der Kultur immer noch eine ältere, geschulte Person und die ältere, geschulte Person vermittelt das Wissen und das, was im Buch steht, ist nur die Illustration, aber das Buch ist nicht zum Selbststudium da.
In vielen anderen illuminierten Handschriften sind Handschriften, die Skriptores, ja, die Mönche, die sozusagen diese Bücher produziert haben, ganz mühevoll. Diese Bilder sind nicht mit den Textinformationen übereinstimmend. Bild und Text widersprechen sich oft. Ein und dieselbe Abbildung findet sich in einem Buch an verschiedener Stelle und soll laut Text Unterschiedliches symbolisieren. Das heißt, ich habe irgendeinen Holzschnitt, den verwende, oder das wird gezeichnet, entweder Holzschnitt oder es wird gezeichnet. Die Pflanze schaut ungefähr so aus und das ungefähr genügt sozusagen, damit ich sozusagen jetzt in ein gescheites Pflanzenbuch reinkomme. Das geht ungeheuer lang. Weltchronik von Schädel 1492 gibt's Holzschnitte über Städte. Und diese Städte und der gleiche Holzschnitt wird mehrmals verwendet. Linz schaut ungefähr so aus wie Graz und das kann man sozusagen da drinnen drin. Und ich brauch's nicht so dann hinfahren und dort zeichnen mit meinem eigenen Konterfei, so beschreiben sie es dann noch in der Buchdruckzeit, abbilden. In Pflanzenbüchern wird derselbe Holzschnitt mehrmals verwendet. Bis ins 16. Jahrhundert. Das heißt, eine mögliche Interpretation, offensichtlich gibt es kein standardisiertes Verfahren zur eindeutigen visuellen Erfassung der Umwelt. Die Vielfalt der Dinge kann aus diesem Grund auch nicht durch eindeutige Taxonomien erfasst werden. Man kann nicht eine Eigenschaft oder ein Ordnungssystem aus den Dingen herauslösen und sie generell für alle Dinge verwenden. Das heißt, die Erfindung von Taxonomien, was dann Foucault nennt, Tableaus, das war die große Leistung dann im 16. Jahrhundert. Das bekannteste Tableau, das Sie kennen, ist das Ordnungsschema von Linné. Alle Pflanzen, die gesamte Art von Lebewesen werden sozusagen in einem eindeutigen Ordnungsschema. Solche Ordnungsschema kann ich nicht verwenden, weil ich nicht eine Hyperstruktur über die Operationalisierbarkeit im Hintergrund habe. Das heißt, wenn man sich dann die großen Enzyklopädien anschaut, ja, dann glaubt man, man ist bei Monty Python gelandet oder man glaubt, das ist eine wissenschaftliche Parodie. Da kommt ein Kapitel über das Einhorn, dann kommt ein Kapitel über das Essen, dann kommt ein Kapitel über irgendwelche Pflanzen, dann kommt ein Kapitel über kleine Insekten mit Fühlern, dann kommt eins über die Steine. Also man glaubt, die Leute waren betrunken, die das geschrieben haben. Weil vielleicht ist so Ordnung, es ist möglich, dass so Ordnung ist. Für uns ist jedenfalls nicht erkennbar. Es könnte möglich sein, weil das waren ja die größten Gelehrten, die das geschrieben haben, die diese großen Sachbücher, die Enzyklopädien geschrieben haben. Ja? Und Enzyklopädien gibt es sehr, sehr viele von Isidor von Sevilla rauf. Das ist ungefähr 5. Jahrhundert, habe ich sozusagen in jedem Jahrhundert mehrere große Enzyklopädien. Ja? Nur die Ordnungsschema in diesen Enzyklopädien sind uns nicht bekannt. Wir wissen nicht, was die dabei gedacht haben, das in diese Reihung zu bringen. Der nächste Punkt ist, der nächste Ort von Belegbarkeit ist klar, dass ich ja ein Konzept habe, dass es in der Natur, in der Außenwelt unsichtbare Dinge gibt. Hugo von St. Victor zum Beispiel, 12. Jahrhundert. Alle sichtbaren Gegenstände sind vor unser Augen gestellt zur Bezeichnung und Erklärung der unsichtbaren Dinge. Das heißt, dass es unsichtbare Dinge gibt in der Natur, ist eine kulturelle Selbstverständlichkeit. Manche beschreiben zum Beispiel so, dass sie sagen, also gibt zum Beispiel solche Texte, wo drinnen steht, die Luft ist unendlich dicht mit Dämonen erfüllt. Und Gott in seiner Barmherzigkeit hat es so gemacht, dass er die Dämonen unsichtbar macht, weil wenn man die gleichzeitig sehen würde, würde man gleich verrückt werden. Das ist sozusagen die Deutung. Das heißt, es gibt kein theoretisches Verbot vom Weltbild her, Unsichtbares wahrzunehmen. Und Gespenster, Kobolde, Elfen, Geister, Teufel und Dämonen sind kulturelle Existenzen. Die gibt's tatsächlich. Es gibt niemanden, der an dem zweifelt. Und das geht sehr, sehr lange.
Das geht dann sogar in die Reformationszeit rein. Der Luther hat an Dämonen geglaubt, da gibt es Texte von ihm. Ja. Das heißt, ich bin dann schon im 16. Jahrhundert und so weiter. Und das bricht sie erst in einer gewissen Weise. Es gibt am Ende dieser Zeit kommen dann die Hexenverfolgungen. Die Hexenverfolgungen sind ein Produkt der beginnenden Neuzeit. Warum die Hexenverfolgungen dann enden, ist genauso historisch umstritten, warum sie sozusagen Ende des 16. und Anfang des 17. Jahrhunderts so starten. Manche Deutungen gehen dahingehend, die sagen, indem die Eliten das neuzeitliche Weltbild übernehmen, bricht sie das. Das ist eine Art von Deutung, die man öfters lesen kann. Das heißt sozusagen, wenn das stimmt, dann wird es heißen, indem ich sozusagen im neuzeitlichen Weltbild bin, ist klar, diese Art von unsichtbaren Elemente, die sind weg. Ja. Nein, es ist nicht der Kampf gegen Logik und Magie, weil die Magie hat ihre eigene Logik. Man könnte das zum Beispiel in Theorien der Renaissance studieren. Das sind logisch konzipierte Theorien. Ich habe jetzt eine kleine Andeutung gemacht an Giordano Bruno. Im Lektürekurs haben wir sozusagen etwas, wo wir dann den Giordano Bruno, da haben wir eine Reflexion über den Giordano Bruno im Detail uns angeschaut. Das hat schon eine Logik. Und die haben sehr, sehr logisch gedacht. Oder auch, ich glaube, ist ja schon mal gesagt worden, in der Scholastik habe ich ganz eine hochentwickelte Logik. Und in der Scholastik bin ich letztlich in einem magischen Denken drin, 13. Jahrhundert. Das heißt, die Logik in der Scholastik drinnen ist viel höher entwickelt, als wie wir die Logik verwenden. Auch das Denken, auch die Art der Schulung, in welcher Weise intellektuelle Argumente verwendet werden. Wenn aus dem 13. Jahrhundert ein Gelehrter mich hören würde, in welcher Weise ich Ihnen Wissenschaft vermittelt, dann würde ich sagen, das ist auf einem derartig stümperhaften Niveau, da sind wir viel weiter fortgeschritten und das stimmt ganz sicher. Das heißt, es ist auch eine Disputierkunst, wie eine Disputatio geführt wurde, in welcher Weise, wie Argumente entwickelt, wie man die Gegenargumente nennt, wie man die Gegenargumente widerlegt, dass man einen Katalog hat von Widerlegungen und so weiter. Das ist eine ungeheure, zum Beispiel im Diskurs, eine ungeheure entwickelte Logik. Und das ist kein Widerspruch zur Magie. Das ist nicht Logik versus, das ist das Neuzeitliche. Eine Möglichkeit ist das Konzept von Visiones. Visiones sind Erscheinungen. Es gibt tausende Beispiele dafür. Visiones ist ein eigenes Genre, eine eigene Art von Literaturgattung. Visiones heißt, Leute haben den Teufel gesehen, sie haben Marienerscheinungen gehabt. Sie haben die Hölle gesehen, sie haben Träume berichtet und so weiter. Also über Visionen, es gibt viele, viele Berichte aus dem Mittelalter. Die Visionen sind verwendet worden für Vorlagen von Predigern und das waren dann die sogenannten Exempla. Das heißt, der gute Prediger, ja, verwendet die Visionen, die ihm berichtet werden aus dem Publikum, um Beispiele zu geben, um die Leute sozusagen zu einem gottesfürchtigen Leben anzuwenden. Berthold von Regensburg zum Beispiel, 13. Jahrhundert, das war ein Popstar als Prediger, der hat da bei München und in Regensburg Predigten gehalten, da sind Tausende, Zehntausende Leute gekommen, also der hat eine riesige Zuschauer gehabt und der Predigt damals war nicht sowas wie ein Vaterunterricht heutzutage auf der Uni, sondern eine Predigt war ein ungeheures Ereignis. Jeder hat bei der Predigt geweint. Das heißt, auch diese kollektiv inszenierten Gefühlsausdrücke sind ja immer soziale Ereignisse. Wenn Sie alleine im Kino sitzen und wenn Sie im Kino mit anderen sitzen, wird die Äußerung Ihrer Gefühle was anders sein. Das kann man sozusagen zeigen. Und da im Mittelalter war es so, bei einer guten Predigt, ja, da weinen alle, da schreien alle, da hauen sie sich nieder, da bewerfen sie sich mit der Erde, da klagen sie sich an, da schreien sie, warum sie so sündig sind und so weiter. Und das waren die Popstars der damaligen Zeit, die haben die Leute, so wie heutzutage die Leute sich ein Popkonzert nehmen und da Drogen reinwerfen und dann 5 Stunden abtanzen oder so irgendwie. Das heißt, vom Erleben her muss man sich das so vorstellen. Also nicht keine fade Geschichte und nicht fade Religion, sondern Action, ja. Heisinger ist ein schönes Buch, der Herbst des Mittelalters. Man stelle sich eine Welt vor, in der jeder Edelstein im Glanz aller seiner symbolischen Werte funkelt.
in der das Einssein von Rose und Jungfräulichkeit mehr ist als ein dichterisches Sonntagskleid, in der sie das Wesen beider umfasst. Das heißt, auch diese symbolische Deutung der Welt können wir sozusagen auch spekulativ als Wahrnehmungsakte interpretieren. Warum sind die Leute auf die Idee gekommen, jedes Ding hat sozusagen einen symbolischen Raum um sich? Eine Möglichkeit könnte sein, auch Wahrnehmungsakte zu beschreiben. Der letzte Punkt ist ein sehr, sehr spekulativer, das ist das Spekulativste. Das habe ich mal in einem Text so formuliert. Die spekulativ wäre, ob das periphere Sehen verbreitet worden ist. Also wir haben ja zwei Arten von Sehmodi. Das eine ist das fixierte Sehen und das andere ist das periphere Sehen. Mit peripheren Sehen, also das ist der weiche Blick. Bezeichnenderweise nimmt man so eine Art von Sehen ja bei uns im Dialekt ins Nornkastel schauen. Ja? Und mit dem peripheren Blick, wenn Sie sozusagen jetzt peripher in den Hörsaalen, dann sehen Sie in einer ungeheuren Weite jede Art von Bewegung. Beide Arten von Informationen gleichzeitig. Und vielleicht war das periphere Sehen Kultur üblich. Also es gibt zum Beispiel solche Befunde, es war nicht üblich, die anderen wirklich ins Gesicht zu sehen. Die Menschen haben ein mangelndes Erinnerungsvermögen für visuelle Bilder gehabt, also mit wüdesten Geschichten, dass jemand, was er sieht, da irgendeinen Verführungsakt gemacht hat und dem dann die eigene Frau untergejubelt hat und der hat es gar nicht erkannt, weil er es gar nicht so richtig gesehen hat und solche Sachen. Also gibt es die kuriosesten Stories, wo die halt dann so mögliche Interpretierung ist. Man hat nicht so diese visuellen Informationen in dieser Klarheit gehabt. Zum Beispiel Physiognomien von Menschen oder auch zum Beispiel, es gibt Geschichten ja nur bis zum 16. Jahrhundert, was weiß ich, jemand geht aus der Familie fort, da gibt es zum Beispiel so Berichte, ist 10 Jahre weg und dann kommt der andere und sagt, ich bin der. Und die Menschen haben nicht eine eindeutige Identifikation, ist es wirklich oder ist es nur ein Schwindler, der sich da jetzt zum Beispiel in diese Familie einheiratet und irgendein Reichtum an sich aneignet. Da gibt es dann Prozesse und solche Sachen. Und das könnte man so interpretieren, diese visuellen Unterscheidungen waren nicht so ausgebildet, wie diese, oder solche Sachen, Fumagalli in ein so schönes, kleines, dickes Buch beschreibt, die Menschen haben auf die Wolken gestarrt, haben in den Wolken den Schlachtenlärm gehört, haben gesagt, dieser Ort von Wolkeninformation sagt uns, da kommt jetzt der Missernte, da kommt der Krieg und solche Sachen. Und Fumagalli beschreibt es dann sozusagen, so wie wir heute das als kleine Kinder gemacht haben, ja. Wenn man in dieser magischen Welt, jeder von uns kennt es, du liegst auf der Wiesn und dann fantasierst da irgendwelche Gestalten und irgendwelche Figuren in die Wolke. Fumagalli behauptet, dass das die Leute eigentlich gemacht haben.